Die Prügelaffäre um Emir Spajic zieht immer weitere Kreise. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen den Leverkusener wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung. Eine Gruppe um Spajic hat sich nach dem Pokalspiel gegen die Bayern eine handfeste Auseinandersetzung mit eigenen Ordnern geliefert. Unterdessen bezog der Verein auf seine Homepage Stellung. Dort steht: Bayer Leverkusen werde alle Bemühungen um eine schonungslose und vollständige Aufklärung des Sachverhalts unterstützen. Und wenn Ergebnisse der Ermittlungen vorliegen, werde der Verein auch Sanktionen überprüfen. Des Weiteren werde sich Emir Spajic auch im Namen seiner Gruppe bei den betroffenen Ordnern entschuldigen. Kommt es tatsächlich zu einer Verurteilung, droht Spajic sogar eine Haftstrafe. Diese kann je nach Sachverhalt zwischen 6 Monaten und 10 Jahren liegen.